Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kochen wir gemeinsam vier Frühstücksbreie. Frühstücksbreie, die Kindern in jedem Alter schmecken, vom Baby bis zum Teenager. Wie ihr ja wisst, ich habe vier Kinder im Abstand von jeweils 4 Jahren. Das heißt, mein Jüngster ist 1 Jahr alt und mein Ältester ist 13 Jahre alt. Und wenn ich morgens dann Frühstück für die Kinder mache, dann möchte ich ein Frühstück zubereiten, das allen schmeckt und nicht jedem Kind sein eigenes Frühstück. Denn das würde ich zeitlich und nervlich nicht auf die Reihe bekommen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich diese Rezepte mir angeeignet habe im Laufe der Jahre und dass sie wirklich gut funktionieren. Und das kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Morgens hat man sowieso keine Zeit. Das heißt, es muss schnell gehen. Man hat keine Geduld, also ich jedenfalls nicht, und auch kein Talent. Das heißt, es muss schnell gehen. Es darf nicht anspruchsvoll sein. Also wenn ich da morgens ihr wisst es, mein Kleiner weckt mich um 5.30 Uhr, wenn ich da halb verschlafen am Herd stehe, da könnte ich mich jetzt nicht auf anspruchsvolle Rezepte konzentrieren. Das würde nicht funktionieren. Es muss natürlich trotzdem gesund sein. Den Anspruch haben wir ja wahrscheinlich alle. Und es muss den Kindern schmecken. Denn wenn die in die Schule gehen oder in den Kindergarten, will ich, dass die was im Magen haben. So, und jetzt kochen wir zusammen. Bananenwaffeln. Die Mengenangaben hier beziehen sich auf 4 große Frühstückspersonen. Im Video jetzt selbst werde ich etwas weniger backen, einfach weil Micha und ich nicht so einen großen Hunger haben. Das ist geschmolzene Butter mit einer etwas reiferen Banane zerdrücken. Ich benutze dafür keinen Pürierstab, sondern mache das mit der Gabel. Und auch im Weiteren benutze ich keinen Handmixer, keinen elektrischen, sondern nehme einfach einen Schneebesen. Das geht A, genauso schnell, und B, deckt es dann die Mädchen nicht auf. Es reicht ja, wenn der Kleine morgens um mich rumturnt. Ich bin ganz froh, dass die Mädchen noch ein bisschen länger schlafen können. Dann gebe ich die Eier dazu. Und vermenge es mit dem Schneebesen. Seht ihr, es geht wunderbar. Und die Milch, es wird ein schön flüssiger Teig. Da dürfen auch Stückchen drin sein. Das macht dem Ganzen überhaupt nichts. Also allein durch die Banane, da kann immer so kleine Bröckchen sein. Das verspielt sich dann alles. Mehl habe ich schon mit Backpulver vermengt. Ein bisschen zu. Rühren. Danach gebe ich etwas Vanillezucker hinzu. Aber ganz ehrlich, also rein theoretisch könnte man den auch weglassen und durch Vanillepulver ersetzen. Aber also, die minimale Menge Zucker stört mich nicht. Wenn ich merke, dass der Teig nicht flüssig genug ist, gebe ich noch ein paar Schlückchen Milch dazu. Im Umkehrschluss würde ich merken, dass der Teig zu flüssig ist, würde ich einfach noch ein paar Löffelchen Mehl hinzufügen. Das kann man auch erkennen. Man bekommt da leicht ein Gefühl für, wenn man es jetzt ins Waffeleisen gießt, den Teig. Dann kann man hinterher immer noch ein bisschen variieren. Übrigens, einmal war unser Waffeleisen kaputt, da habe ich es dann einfach in die Pfanne gegeben. Eine beschichtete Pfanne, die muss allerdings noch ganz sein, sonst brennt es leicht an. Ein bisschen Teig rein, das ist dann fast, ist eigentlich wie ein Pfannkuchen. Ja. Also es geht auch wunderbar rein, theoretisch braucht man nicht mal ein Waffeleisen dafür. Mache ich die ja immer ein bisschen heller, die Waffeln. Und für die Mädchen mögen sie etwas dunkler. Schokohaferflocken. Dafür koche ich 1 Liter Milch auf und gebe ein paar Esslöffel Haferflocken hinzu. Das können Vollkornhaferflocken sein. Menge ist relativ variabel. Ich mag es meistens so 3-4 Esslöffel, dann ist es nicht zu viel. Dann rühre ich ein Päckchen Puddingpulver ohne Zucker, sondern einfach nur mit Milch, und füge ein Päckchen Vanillezucker hinzu. Übrigens, man braucht eigentlich kein Puddingpulver-Päckchen nehmen. Man könnte stattdessen auch Maisstärke nehmen und ein bisschen Kakaopulver nehmen. Das mache ich mal so. Für das Video der Einfachheit halber habe ich ein Päckchen Schokopuddingpulver genommen. Aber wie gesagt, den Zucker einfach weggelassen. Das gebe ich dann hinzu und rühre es ein bisschen weiter. Es geht wirklich ganz, ganz schnell. Wichtig ist nur, dass die Haferflocken ein paar Minuten gekocht haben, bevor man das angerührte Puddingpulver
dazu gibt. Vanillenudeln. Dafür koche ich ebenfalls 1 Liter Milch auf. Und während die Milch kocht, vermixe ich ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Aber wie gesagt, man könnte auch da Maisstärke nehmen mit Vanillearoma. Verrühre ich das Päckchen Vanillepuddingpulver mit etwas Milch und füge statt den üblichen 2 Esslöffel Zucker nur dieses kleine Päckchen Vanillezucker hinzu. Vermenge das Ganze und lasse es stehen. Gebe dann in die kochende Milch ein paar Buchstabennudeln. Die man sonst in eine Hühnersuppe reinmacht. Ganz normale Buchstabennudeln, es können auch andere kleine Nudeln sein. Und lasse den ein paar Minuten schön kochen. Und dann gebe ich das angerührte Puddingpulver hinzu. Was ich immer mache, wenn Reste bleiben unten, dann gebe ich noch ein Schlückchen Milch rein und kipp nochmal nach. Man kann immer ein bisschen mehr Milch nehmen als vorgeschrieben, weil es soll ja eine etwas flüssigere Angelegenheit werden. Es soll ja kein fester Pudding werden und deswegen ja auch nur ein Päckchen auf 1 Liter. Ja, und wenn es dann eben 1,1 Liter werden, ist es ein bisschen flüssiger, aber genauso lecker. Die Buchstabennudeln bleiben immer unten im Topf zurück. Das macht nichts, dann gieße ich erst ab und verteile dann die Nudeln auf die Portion. Also das ist für meine Kinder das absolute Lieblingsfrühstück. Grießsuppe. Dafür lasse ich ebenfalls 1 Liter Milch kochen. Während die Milch kocht, verrühre ich ein Päckchen Puddingpulver mit ein bisschen Milch. Ebenfalls wieder den Zucker weglassen. Ich habe da jetzt nochmal Vanillepudding genommen. Man könnte aber auch Sahnepudding, Karamellpudding, also einfach, ja, es ist ja Maisstärke mit Geschmack oder mit Aroma besser gesagt. Und wieder mit einem Päckchen Vanillezucker. Dann gebe ich etwas Weichweizengrieß hinzu. Das sind auch so 2 Esslöffel. Es gibt keine ganz genauen Mengenangaben, denn der eine mag es lieber etwas fester, der andere etwas flüssiger. 2, 3 Esslöffel schön aufkochen lassen, im Moment kochen und ja, dann das angerührte Puddingpulver hinzugeben. Und wie gesagt, wenn Rest bleibt, einfach noch ein bisschen mehr Milch und nachkippen. Ja, das ist wirklich so einfach. Es geht ganz, ganz schnell, das Frühstück. Manche schwören ja auf die Prise Salz beim Essen noch, also bei diesen Puddinggerichten. Aber dadurch, dass wir den Zucker einfach weglassen, wird es mit dieser Prise Salz, dieser berühmten, dann doch zu salzig. Also ich lasse die weg. Ihr Lieben, so schnell und einfach kann es gehen. Wir haben jetzt 20 Minuten für 4 Frühstücksgerichte gebraucht und jedes Gericht ist wirklich also unter 10 Minuten, wenn ich das kann. Kannst du das schon lange? Jedes Gericht, das sieht ja jetzt hier aus wie in so einem Süßigkeiten-Dessert-Paradies, aber jedes Gericht ist, hat 1 bis 2 Gramm Zucker, sprich es geht gen Null. Und man stellt sich jetzt vielleicht die Frage, warum? Warum kann man jetzt nicht einen ganz normalen Schokopudding zum Frühstück machen? Das hat den Grund, dass dann der Blutzuckerspiegel einfach ganz schnell ansteigt und danach rasant in den Keller geht. Und dann sitzen halt die Kinder in der 2. Stunde in der Schule oder gegen Ende der 1. Stunde und können sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, weil sie halt einen ganz tiefen, niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Und deswegen würde ich einfach, also man kann es wirklich so machen, es schmeckt ja nicht süß, nur weil kein Zucker dran ist. Denn die mehrkettigen Kohlenhydrate haben ja auch, durch das längere Kochen in der Milch, wird ja auch dieser Eigenzucker freigesetzt. Und das, ja, es schmeckt einfach, eigentlich schmeckt es viel, viel besser, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Außerdem ist es ja jetzt kein Pudding im klassischen Sinne, sondern es sind ja wirklich noch Kohlenhydrate drin, wie zum Beispiel die Haferflocken oder die Nudeln oder den Grieß. Man könnte auch, also manchmal mache ich es auch mit Milchreis, den kann man auch reinrühren, der braucht aber 20 bis 30 Minuten. Also das gönne ich mir wirklich nur an Tagen, an denen der Kleine mich so früh weckt, dass ich einfach so viel Zeit habe und auch dann Langeweile habe, weil wenn man nicht weiter schlafen kann, muss man sich irgendwie beschäftigen. Also dann mache ich ganz gerne mal einen Milchreis, da steht man aber dann schon eine halbe Stunde am Herd. So. Micha, würdest du mit mir essen? Ja, gerne. Ja.
So. Das ist Grieß, Nudeln, Haferflocken. Dann probiere ich die Nudeln. Ich den Grieß. Brust. Prost. Oh, ich mag ja die Haut gerne, aber manche mögen die nicht. Wenn du deine Haut nicht magst, nehme ich die. Haben wir schon Bartfehl? Ihr Lieben, wir verabschieden uns. Und ja, ich hoffe, da war jetzt eine Inspiration dabei. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss. Ciao.